Das erste war, dass wir uns alle einverstanden erklärt haben mit dem Vorschlag der Kommission für Einreisen nach Europa aus Ländern, die weder der Europäischen Union angehören, noch dem EFTA-Bereich, noch Großbritannien sind, dass wir dafür Einreiserestriktionen, also im Grunde ein Einreiseverbot, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen erlassen. Das muss durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das soll für 30 Tage gelten. Und Deutschland wird das sofort umsetzen. Das ist die Aufgabe.